herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Wochenende, 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 Wochenende. Ja, hier die Botschaften zum Wochenende. Und ich dachte, lass uns mal inspirieren von hier, The Muse Tarot. Ganz ein bisschen spacey, bisschen abgespaced, bisschen verrückt und lebendig und modern gezeichnetes Tarot. Lass uns inspirieren von diesen Botschaften hier und vorab holen wir uns einen Impuls. Ah, schon gleich rausgeflippt. Das ist am besten, wenn sie nicht so rumtrödeln, die Karten. Und da kommt sie schon, zwei der Inspirations, zwei der Stäbe. Ja, der Blick nach vorne, Planung, vielleicht auch Veränderung. Die Stäbe stehen ja auch für Veränderung. Vielleicht auch Entscheidung. Ja, also einfach die Dinge mal anschauen, wo will ich hin, bevor man sich entscheidet. Ja, aber wie gesagt, auch die 2 an sich, die Zahl 2 steht für Entscheidung. Also vielleicht bist du schon am Plan, hast schon geplant und entscheidest dich. Toller Impuls. Ach, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Lass dich inspirieren. Viel Freude dabei. Und ich sag auf ins Wochenende. Auf ins Wochenende. Jawohl. Wir hatten am Montag den Vollmond im Wassermann und die Energien, die nehmen jetzt ab, sodass, das sagt man bis Donnerstag ungefähr, schwingt die Energie des Vollmonds sehr stark in uns oder mit uns. Also es kann sein, wenn du da auch sensitiv bist, dass du das sehr stark merkst. Wir haben am Wochenende dann ein Portaltag am Samstag. Und ich dachte, lass uns mal vorab eine Inspirationskarte ziehen, ja, die uns da Support geben kann. Oh ja, galaktischer Rat der Venusier, ein sehr altes Volk, die Venusier, also die Menschen auf dem Venus. Sternwesenführer, antworte auf den Ruf, Zeit zu leuchten. Ja, und das war ja auch der Impuls. Ein Impuls war aus den Karten, der Mondkarten. Das war Be Real, sei wahrhaftig. Und die andere war It's time to show the world the real you. Also dein wahres Ich zu zeigen. Und hier ist nochmal die Einladung zum Wochenende. Ja, antworte auf den Ruf. Vielleicht eine Weisheit, ein alter Ruf. Zeit zu leuchten an sich, ne? Zeit zu leuchten. Und sie führen dich, diese Sternwesen. Ne? Das ist alles Licht und hell und ja, Zeit zu leuchten. Be real. Umso interessanter jetzt die Tarotkarten für dieses Wochenende. Lass uns schauen, was zeigt sich hier an diesem Wochenende? Was zeigt sich an diesem Wochenende für uns? Ups, sorry. So, jetzt sind sie aber gut gemischt. Okay, wir schauen. Und los geht's. The Empress, die Kaiserin. Erste Karte. The 9 of Inspirations, die 9 der Stäbe. The Muse of Voices und The Chariot. Wow. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll hier, die Karten. The Muse of Voices steht für der König der Schwerter. Aber ich sage erstmal vorab, wir haben hier, was haben wir auf dem Tisch? Wir haben 2 große Arkane, die Kaiserin und The Chariot, den Wagen. Die großen Arkana, im Gegenteil zu den kleinen Arkana, sind Einladungen hinzuschauen auf tiefere Vorgänge in uns. Ja, die haben eine tiefere Bedeutung, die haben etwas mit uns und unserem Seelenweg zu tun. Während hier die kleinen Arkana eher mit alltäglichen Situationen mit Menschen, die uns auch mit umgeben, zu tun haben. Und da haben wir einmal die Inspirations, die Stäbe, die 9 der Stäbe und einmal den König der Schwerter, die Luftenergie. Die Stäbe stehen für Transformation,
ja, die Feuerenergie, aber auch die Begeisterung und Leidenschaft. Und die Schwerter stehen für die Gedankenwelt. Ich lese das Wochenende in dieser Reihenfolge. Wenn es sich aber für dich anders, ne, in irgendwelcher Form vertauscht oder gleichzeitig, ist das genauso richtig. Wir beginnen mit der Empress, die Kaiserin. Sehr schön. Die Kaiserin steht für Nahrung. Ja, sie leuchtet hier aus der Mitte ganz arg schön und sie hebt den Schleier, weil wenn man das jetzt sich vorstellt, sie würde loslassen, würde ihr Gesicht verdeckt sein. Sie würde nicht sehen, sie würde nicht gehört werden, wenn sie spricht symbolisch, und sie würde auch nicht hören. Also sie öffnet sich, sie öffnet auch ihr Herz und die ganze Welt liegt ihr so zu Füßen sozusagen. Alles strömt zu ihr oder sie nährt alles mit ihrem Licht. Die Empress steht für Nähren, für Geburt. Geburt kann natürlich eine wirkliche Geburt sein für Kinder, aber auch natürlich für Neubeginn in der Partnerschaft oder Nährendes in der Partnerschaft, Neubeginn in auch im Beruflichen, ne, dass man sagt, ja, sie kann auch was Neues zur Welt bringen hier, wenn man das hier so symbolisch sieht. Für mich hat sie aber jetzt hier ganz stark eher den, also fühlt sich ganz stark an, dass du den Blick, also dass du, sie hat die Augen noch geschlossen, sie hört noch auf ihr Herz, aber du hebst schon mal den Schleier des Verborgenen. Könnte sein, weil der Impuls der Woche war ja Show the World the Real You, dass du dich wirklich zeigst, weil du den Schleier hebst, und vom Vollmond der Impuls von der Vollmondlegung war Be Real, sei wirklich, sei wahrhaftig. Zeit zu leuchten, ist für mich mit der großen Arkana die Einladung, egal ob du als Mann oder als Frau zuschaust, den Schleier zu heben, dein Licht zu zeigen und dich zu öffnen. Sie öffnet den Mantel für das, was jetzt ansteht. Wir lesen ja weiter, was auch immer jetzt da noch kommt an Impulsen, für das, was ansteht. Ja, es ist von meinem Gefühl jetzt hier ganz stark, dass du dadurch, dass du das machst, dass du dich traust, dich zu zeigen, vielleicht noch nicht gleich schon die Augen geöffnet und beobachten, sondern wirklich aus dem Herz heraus, wenn die Augen geschlossen sind, da sind wir auch sehr feinsinnig mit den anderen Sinnen, mit der Wahrnehmung. Und zu fühlen, was kommt da alles auf dich zu, was kannst du da alles, naja, in deinem Licht erkennen und wahrnehmen, was kannst du auch alles nähren. Ist ja nicht nur die Erde, so, das sind ja ganz andere Planeten auch noch drin und Sterne und Lichtkugeln und symbolisch, ja, das ist auch viel, viel mehr, als du vielleicht in der physischen Welt gerade dir das vorstellen kannst, glauben kannst. Ja, trau dich, es steht nämlich hier mit diesen Zitronenbäumen oder gelben Kugeln, gelben Früchten, sehr im Zeichen der Ernte, sehr im Zeichen, dass es unter einem guten Stern steht. Wir haben hier als nächstes the Nine of Inspiration, das sind die neun der Stäbe. Da würde ich sagen, hast du dich aus Leidenschaft oder leidenschaftlich oder mit Begeisterung entschieden, deinen Weg zu gehen. Sehr kraftvoll mit dem orangenen Kleid. Da traust du dich voranzugehen und auch die Karte sagt, ja, mach's, go for it, geh, mach's, zeig dich, leuchte, auch hier keine Verkleidung, keine Maske, sehr feurig hier, sehr lebendig, sehr inspirierend. Du wirst geführt von deiner Inspiration, also alles, was dich hier inspiriert, welche Eingebung du da hast, vielleicht auch oder und, dass du sehr verändert bist, dass es anders ist. Stäbe können auch für Veränderung stehen. Dann haben wir als nächstes den Muse of Voices, den König der Schwerter. Ja, der König der Schwerter steht für Wahrheit. Wahrheit, Klarheit, auch in der Kommunikation. Der scheut sich nicht, die Wahrheit auszusprechen. Es ist hier auch sehr harmonisch, ne? Beides sehr
auf beiden Seiten gleich, sehr harmonisch. Und hier der Mensch geht jetzt sozusagen wie über eine Brücke. Hier hinten, da ist Licht, da ist hell, da ist Sonne. Du gehst deinen Weg und strebst nach der Wahrheit. Könnte sein, dass jemand kommt und dir auch ehrlich gegenübertritt und ehrlich seine Meinung sagt. Für mich fühlt sich's aber gut an, also nicht in so einem, ja, wie soll man sagen, destruktiven Zusammenhang. Also nicht verletzend, das fühlt sich wirklich sehr öffnend und sehr weich an. Das ist, vielleicht auch befreiend mit dem Grün. Strahlend, befreiend. Könnte auch sein, dass du die Wahrheit aussprichst oder die Wahrheit erkennst auf eine sehr gereifte Art und Weise. Die Gedanken sind nicht irgendwie überschäumend oder dass sie dich in so ein Gedankenkarussell gefangen nehmen, sondern es hat eine Reife, es hat eine Klarheit, es hat eine Ehrlichkeit, es hat vielleicht auch den Wunsch, dass, oder das Bewusstsein, dass es Zeit ist, jetzt nach außen zu treten und zu leuchten, sich zu zeigen, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein. Ja, auch mit den Neun der Stäben, die ist ja auch schon ihren Weg hier schon gegangen, die Dame. Und am Schluss haben wir The Chariot. Der Chariot steht für sich auf den Weg machen auf einer tieferen Ebene. Also nicht nur mal kurz irgendwie für ein Wochenende wegzufahren, sondern wirklich eine Entscheidung zu treffen oder einen Weg zu gehen, der dir wirklich gut tut. Das kann natürlich etwas Äußeres sein, wie ein Umzug, Wegzug, Auszug, sowas sein. Es kann natürlich genauso ein innerer Prozess sein, weil wenn du dich hier traust, die Hüllen zu heben, dich zu zeigen, dann zu leuchten, mutig sage, okay, ich mach's jetzt, ich steh zu mir, ich gehe meinen Weg, ich bin voller Enthusiasmus, Begeisterung und Veränderungsfreude. Ich teile das auch ganz klar meinem Umfeld mit oder ich bekomme vielleicht auch eine Rückmeldung von meinem Umfeld über diesen Wandel. Und ja, du spürst, du merkst, dass so praktisch dieses alte Muster, dieses Wiederholende, immer wieder das Gleiche vielleicht zu dem Gegenüber zu sagen oder in der Arbeit immer das Gleiche zu tun oder auch in der, vielleicht jetzt eine Variante oder eine ganz neue Qualität in deine Arbeit reinzubringen und dich so auf den Weg zu machen. Vielleicht folgst du auch deiner Berufung und hast vielleicht den alten Arbeitsplatz tatsächlich verlassen, hast eine andere Position oder einen anderen Auftrag, eine andere Verantwortung oder vielleicht eine ganz andere, tust etwas ganz anderes. Also du machst dich auf den Weg auf einer größeren und tieferen Ebene. Lass uns schauen, was deine Gedankenwelt hier sagt und deine Gefühlswelt. Was fühlst du hier an diesem Wochenende? Schau mal in die Gedankenwelt. The Knight of Materials, der Ritter der Münzen. Ja. Es ist sehr viel hier wunderschön, ne? Die ist wie so ein Mandala gezeichnete Sukkulent und das Pferd mit der Rose, mit dem Rosenkranz oder Blumenkranz und macht sich auf dem Weg. Also Ritter sind Karten, dass etwas vorangeht. Ich glaube, dass du mit deinen Gedanken tatsächlich einen Schritt weiter gehst. Also dass du dir bewusst bist, dass du auf dem Weg bist oder du erkennst, ich habe was verändert. Oder auch erkennst, es ist Zeit, etwas zu verändern. Weil das ist ja immer noch die Anfangskarte hier. Das bedeutet, hier hebt sie erst den Schleier und dann kommt das so in den Prozess, dann kommt das zum Laufen. Also vielleicht ist dir auch bewusst, okay, das ist jetzt an der Zeit, das zu tun, Zeit zu leuchten, ich traue mich. Die Münzen stehen für die richtige Welt, die physische Welt, da siehst du oder weißt, ich muss jetzt wirklich diesen Arbeitsvertrag unterschreiben oder ich muss jetzt wirklich mal hier was in die Richtung unternehmen, dass ich hier
diesen, vielleicht tatsächlich was auszusprechen oder was auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Also in der physischen Welt merkst du, es geht voran. Du erkennst auch, dass das, was du vielleicht schon gesät hast davor, dass das wächst. So als ob du wirklich einen Setzling gesetzt hättest oder ein, ein Pflänzchen oder einen Samen gesät hast und du siehst, ah, es wächst, es wächst. Und es für mich hier, weil die Materials, die Münzen sind sonst sehr langsam, es wächst sogar schneller, als du erwartet hast. Und du siehst es, du erkennst es oder du, wie gesagt, für die, die noch nicht da sind, die erkennen, es ist Zeit, wirklich diesen Samen in die Erde zu setzen, damit etwas wächst. Was fühlst du? Aha, da haben wir die 9 of Voices, da haben wir die 9 der Schwerter. Und da fühlst du dich so vielleicht unsicher, du willst was festhalten, was eigentlich so sich ausdrücken will, was so expandieren will. Da hast du noch Angst und willst dich eher so ein bisschen verkrümeln und verkriechen. Willst dich an irgendwas festhalten. Du fühlst dich vielleicht unsicher oder die Gedanken, die du dir machst, sind so sorgenvoll, dass du das Gefühl hast, oh, ich schaff's nicht oder soll ich wirklich, soll ich mich trauen, ist ja ein großer Schritt, darf ich das wirklich klar aussprechen oder ist das, was derjenige mir das sagt, zu mir sagt, ist das wirklich wahr? Ja, sieht, also es ist positiv, was derjenige sagt, ne? Es ist sehr harmonisch, sehr wahrhaftig und zeigt dir vielleicht den Weg hinaus ins Licht. Und du bist hier am so zweifeln, sorgen, grübeln, dieses und diese Emotion da, das ist alles so am Rumoren im Unbewussten, obwohl du in den Gedanken, ne, weißt, okay, es geht voran, es ist noch nicht das Ende erreicht, klar. Auch das anzuerkennen, das ist ja schon mal wundervoll, ne? Beides mal hier die Pferde, die hier kraftvoll nach vorne streben, sie ins Licht hier, in die Zukunft, sie schaut auch in die Zukunft. Ja, einfach dir bewusst zu sein, dass vielleicht im Unbewussten da noch so wirklich etwas verhindert wird, zu leuchten, zu scheinen, der Welt dein wahres Ich zu zeigen. Was nicht heißt, dass wir rüde im Außen mit dem anderen Menschen oder der Situation umgehen oder auch nicht mit uns umgehen. Dass wir sagen, nur so bin ich halt, sondern wirklich bewusst zu sein, okay, das ist das, was das ist mein Licht, ne, wenn hier ist so viel Licht. Das ist mein Licht und das darf und soll und muss, darf jetzt hier zum Ausdruck kommen. Das darf leuchten, das soll nicht limitiert werden, das soll nicht auch schon gar nicht von dir selber hier verdeckt werden. Und es könnte sein, dass hier in den Gefühlen hier so eine Unsicherheit ist, Sorge, Grübeleien, so eine Angst, dich zu zeigen. Das ist nicht schlimm. Ja, das ist etwas, was viele von uns wahrscheinlich kennen. Und eine Einladung einfach zu sagen, okay, da gehe ich hin und darauf lasse ich mich ein und ich gebe mir den Raum, das zu fühlen, gehe aber dann trotzdem meinen Weg mit. Und das zeigt der Chariot auch. Ja, sie hat also auch diesen Anteil hier. Und unter Kontrolle heißt nicht unterdrücken. Aber sie weiß um ihn und sie nimmt ihn mit auf den Weg. Sehr respektvoll. Ja, lass uns eine Guidance-Karte ziehen, eine Führungskarte für dieses Wochenende. Die darf ich dann hier gerne nochmal hier einfach in der einen oder anderen Situation. Ach, guck. Die Patience. Die Geduld. Trust in divine timing. Your future holds something for greater than your past. Ja, vertraue in das göttliche Zeitfenster oder Zeitdenken, in die göttliche Zeit und dass deine Zukunft etwas sehr viel Größeres, wesentlich Größeres, Großartigeres bereithält,
als deine Vergangenheit bisher war. Tja, und hier die Geduld, ne? Sei geduldig. Sie steht hier und wartet vielleicht auf das Boot. Ganz schöne Impression hier. Ja, da brauchen wir auch viel Geduld auch mit uns, wenn wir da sind. Aber auch natürlich hier. Es ist ja auch nicht jetzt einfach mal so geschnipst und dann zeigen wir der Welt unser wahres Ich. Ja, hab Vertrauen. Okay, sehr schön. Tolles Wochenende. Nimm die Impulse und ja, was immer auch möglich ist, trau dich, das zu zeigen und zu leben. Und dafür wünsche ich dir alles, alles erdenklich Liebe und Gute. Ja, ich sag vielen, vielen Dank für dein Hiersein. Bis ganz bald. Namaste.